Ist es erlaubt, die Hand von einem älteren Gast zu küssen, um ihnen Respekt zu zollen? Man küsst nicht die Hand von jedem. Du kannst die Hände von deinen Eltern küssen ohne Probleme. Fatima radiallahu anha hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hand geküsst und die Stirn geküsst und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr auch die Stirn geküsst, alaihi salatu wasallam. Das ist kein Problem. Aber die Gelehrten sagen, die Hand zu küssen von einer Person ist nicht bei jedem erlaubt. Okay? Wenn das zum Beispiel ein Gelehrter ist, ein Rechtschaffener ist, kein Problem. Und mit küssen meinen wir nicht diesen und dann diesen, sondern nur küssen. Okay? Weil das andere ist so wie eine symbolisierte Niederwerfung. Das unterlassen wir. Das darf man nicht machen. Sondern nur die Hand zu küssen, das ist kein Problem. Wenn das ein Gelehrter ist, wenn das ein Rechtschaffener ist, kein Problem. Aber ein Fasik, so einen küsst du nicht die Hand. Ja? Solchen Leuten küsst du nicht die Hand, sondern nur Leute, die auch geehrt sind bei Allah subhanahu wa ta'ala.